Was ist denn hier schon wieder los? Was ist denn hier schon wieder los hier? Wir haben noch einen Pool. Das kann doch nicht mein Ernst sein. Mein Gott, ich hab doch einen Pool. Wieso denn in dem Teich hüpfen? Was geht denn da wieder vor? Guten Tag, der Uwe aus Thailand. Heute will ich euch mal zeigen, wie man auf die billigste und ökologischste Art Fischfutter herstellt. Weil ich habe mir das nämlich durchgerechnet, Haushaltsbuch, und habe geguckt, verdammte Scheiße, ich gebe ja viel mehr für Fischfutter aus, als was ich Fische rausbekomme. Das geht ja gar nicht. Ey, stopp hier! Ey, stopp! Also habe ich mal nachgeschaut, wie machen es denn andere hier? Komm ein bisschen näher, kommen Sie ruhig ein bisschen ran, kommen Sie ruhig ein bisschen ran hier. Wie es denn andere machen? Pass auf, da gibt es ein ganz altes System. Keine Ahnung, wie alt das auch schon wieder ist dann da. Das machen Thais, machen das so. Und zwar macht man das mit Strohballen und Kuhdunk. Ich darf das Wort mit S hier auch nicht mehr sagen. Mit Kuhdunk und mit Strohballen. Wie das Ganze funktioniert und wie man damit das beste und billigste Fischfutter machen kann, das zeige ich euch jetzt. Denkt nicht, dass die Fische jetzt Scheiße fressen. Das machen die auch nicht. So blöd sind die auch nicht. Aber es passiert was anderes. Das will ich euch dann zeigen. Aber zuerst mal, wo haben wir denn überhaupt das Stroh her? Ist das überhaupt Stroh? Jetzt pass auf, wir fangen mal an. Obacht. Wie viel brauchen wir? Sechs. Sechsmal Dingens im Stroh hier. Ja, na gut, also los. Wie viel kostet einer? 30 Baht. 30 Baht. Egal, mitnehmen hier. Zack, zack. Auf geht's. Einladen bitte. Hallo, Swadika. Wir leben Polen. Ja, was hast du damit wieder vor? Wir beide im Stroh hier. Das gibt einen Spaß hier. Wir haben Bauernhof hier. Geil. Passt doch gar nicht rein, oder? Mach doch mein Auto nicht so schmutzig, gell? Das zeig ich dir aber gleich, du. Das zeig ich dir aber gleich hier. Denk dran, Benzin brauchen wir auch noch. Für den Rasenmäher. Und so. Self-Service. Wo ist denn der nette Mann zum Einladen? Suchen Sie hier für sale. Hier für sale, die Tochter leiden alleine. Ja, da muss die einladen hier, das ist doch kleine Mäuschen hier. Normalerweise ist er immer mit Service hier, deswegen grüße ich gerade, kann doch nicht sein, dass Porn hier am Einladen ist hier dann da. Unglaublich hier, warte, ich helfe dir, mein Schatz, ich komme sofort. Mehr geht nicht rein, oder? Genau, umladen hier. Die Sachen vom Markt nach hinten. Da sind die Fische. Ja, hier geht's rund. 30 Baht, sagt die kleine Maus hier. Einer. Du willst nicht mehr öffnen, sie sagt aber, it's my pink. It's very cheap. Very cheap, sagt sie. 30 Baht, einer. Was kostet denn die in Deutschland? Ich hab's vergessen. Wir haben ja früher auch immer einen gekauft, aber ich weiß gar nicht mehr, was wir bezahlt haben damals. Ich weiß nicht mehr. Und das ist natürlich auch besonderes Stroh. Das ist vom Reis, ne? Reisstroh. Einladen bitte. Was für ein Auto. Geht der Deckel überhaupt noch zu? Ich glaube nicht mehr. Ah, was für ein Auto hier. Zack, Deckel zu und
abladen. Also Reisstroh. Besonderes. Weil das brauchen nämlich, ich sag's noch nicht, bisschen spannend machen hier das Ganze hier. Ne? Also das ist das Zeug, was dann übrig bleibt von die Erntemaschine. Ne? Ist klar. Und das verkaufen sie auch noch. Ist auch nicht schlecht, oder? Und Wasser gibt's noch dabei. This one for free. Ach hier, die machen die auch hier. Ja, hier. Die machen auch Wasser, ja. Wasser vom Ban San Gao. Die machen auch Wasser selber hier. Ach so, das ist auch nicht schlecht hier. Na gut, kannst du mal. Wasser for free nehmen wir auch natürlich mit, das ist klar. Ja. Thank you so much. See you soon. Soon. Nee. Lappen. Lappen. Keine Eier oder was hier? Das ist sowieso nicht hier. Die Ella. Tiefer, tiefer, tiefer. Hast du Gummistiefel an, ja? Das bringt was, ja. Und dann schickt man am besten immer die Frau ins Wasser rein, weil die ist da abgehärtet und der macht das Ganze nichts aus. Du brauchst also dann dafür Bambus. Bambus. Du weißt, das hält ewig, gell? Das ist das Allerbeste, was du in Thailand machen kannst. Nimmst frischen Bambus ins Wasser rein. So, der hält 100 Jahre. Wahrscheinlich oder so. Ja, Wasser geht noch. Wir haben jetzt hier im Pool sind 28 Grad. Ne? Also das wird wohl hier im Teig dann wohl auch so ähnlich sein dann. Ne? Und von der Temperatur passt es. Das Ganze hat jetzt natürlich auch Sinn und Verstand. Mit System das Ganze. Wahrscheinlich. Ey! Ey! Lass den Bambus hier, du alter Hühnerdieb. Ich muss ja den Bambus klauen. Ich brauche nicht Wasser, ne? Wie, du kannst nicht schwimmen? Nein, die Poi. Ach, Poi kann nicht schwimmen. Ach, der arme Trupp. Tut mir aber leid hier. Da muss ich ihn wieder retten hier. Also ich habe gerade gesagt, wir müssen natürlich da jetzt auch kurz bedenken hier, dass Wasser, ne, wir haben ja dann nachher Wasser weg, Trockenzeit, Wasser haut ja ab. Aber ich glaube, auf dem Stand sind wir, da passt das dann schon. Ne? Passt dann schon. Und hier die Seerosen hier. Oh, aber schön hier. Oh, was schön. Also das Ganze funktioniert so. Es wird jetzt hier erstmal ein Rahmen jetzt gebaut hier, ein Rahmen, dass die Strohballen da reinkommen. Miss Wet T-Shirt. Hast den Preis jetzt gewonnen, ja? Erster Platz hier. Tilak, was tust denn wieder? Ja, ist rutschig, gell? Nee, nee, ich gehe da nicht in die Plörre rein. Da hab mal keine Sorge, dass ich da reingehe. Also ganz bestimmt nicht. Nur im absoluten Notfall, ne? Dass ich mal hier einen Hund retten muss oder was, ne? Oder hier die Poi retten muss hier. Weil Hund habe ich auch schon gerettet. War er mal klein da hinten, ne? In die Pflanzen drin. Ne? Da war er noch ganz klein. Und Teich 2. Muss hier reinspringen, da muss ich ihn retten hier. War noch ein Welpe. Sonst gehe ich da nicht rein in die Plörre. Nee, 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 nee. Doch ausgemessen vom Strohballen, dass es passt. Alles nach Auge. Das ist interessant.
So. Jetzt. Und immer daran denken, Säge, Hammer, Schwanz benutzt man ganz. War das erste, was ich damals in meiner Lehre gelernt habe. Von meinem Ausbilder damals. Säge, Hammer, Schwanz benutzt man ganz. Oh, kommt ein Wind auf. Und so schöne große Blüten dran da, ne? Sind ja riesig, ehrlich. Da. Die Stiefel sind echt gut, ehrlich. Da. Das bringt was mit den Stiefeln. Das Wasser schwappt da oben raus. Nicht mit Biene. Na, Stiefel sind gut. Mhm. Kann ich jedem empfehlen. Herrlich, herrlich. Ach, gut, dass Bräu da ist, gell? Oh, nicht arbeiten. Der ist noch jung und knackig hier. So, jetzt. Doch, da blinkt ein. Ich sag immer, Hauptsache Spaß an der Arbeit. So, da liegt schon hier der Kuhdunk. Und jetzt kommt das da rein. Oh, schwimmt ja, das ist schön, ja. Ja, okay, gut. Ja. Wenn man kein Boot hat, nimmt man halt einen Stroh. Passt nicht, ne? Passt nicht. Ja gut, kommen wir drei Stück, ne? Ja. Ja, warte mal. Wir wissen alle noch nicht, was du da jetzt machst. Ja. Das weiß noch keiner so genau. Nur die ganz Alten, die wissen das, was sie jetzt machen. Selbst die Hunde gucken und wissen nicht, was machen die da. Die gucken auch. Dann was machen die da? Jetzt ist die Schnur vom Strohballen aufgeschnitten. Jetzt bildet das da. Ja, musst du mal so eckig vorstellen, so halb rund und mit einer Öffnung in der Mitte. Mhm. Lass den Jungen nicht absaufen da. So, den Schnur dran tütteln. Es geht darum, dass der Ballen jetzt nicht abhaut. Ne? Der muss jetzt da drin bleiben. Das ist eigentlich nur das Ganze jetzt. Unten hängt auch noch ein Knüppel dran hier. Ja, irgendwas getüttelt haben sie dann da. Da siehst du ja wohl hier noch ein Tüttel da unten dran getüttelt hier. Tüttel, Tüttel da, typisch Thai. Typisch Thai-Tüttel. T. Ach, lasse mal einen Tüdeln da. Wenn sie doch sonst nichts zu tun haben, hier am heiligen Sonntag hier. Und heilige Geburtstag auch noch. Ich habe noch gar nicht heute jetzt gesungen. Zum Geburtstag viel Glück, na na na, zum Geburtstag viel Glück, na na na, zum Geburtstag, liebe Born, zum Geburtstag viel Glück. Ja, heute darfst schön. Du was bauen. Oh, was ist das schön? Schönes Geschenk, oder? Du? Ach, finde ich geil. Das finde ich geil. Das ist schön, gell? Hey! Komm her! Was macht sie jetzt denn? Ich frag mich nur, wie lange soll das halten? Hm? Hm.
Wie lange wird das halten? Jetzt kommt der Sack Scheiße rein. Amingeli! Oh, jetzt wird er voll, jetzt wird er schwer. Jetzt hast du da Kacke unten drunter jetzt, ne? Den ganzen Sack jetzt leer, den ganzen Sack mit Kacke leer. So, alles auf den Haufen drauf. Was passiert? Was passiert? Ist tief. Ja. Auf den Grund. Mit der Scheißbahn. Ach. Boah, das gibt gute Haut, gell? Das gibt gute Haut. Von wegen Hautausschläge oder was? Nix hier, das härtet alles ab, du. Herrlich seid ihr, herrlich, herrlich. Also, jetzt ist die ganze Kacke da drauf. Jetzt ein ganzer Sack. Ein Sack hat ungefähr 40 Kilo, ne? Aha. 20? Ja. 20 Kilo. 20 Kilo Kuhkacke. So. Zumachen. Wie lange hält das? Ich weiß es nicht ganz. Was die da getüdelt haben. Ja gut, du musst nachher denken, wenn wir nachher Trockenzeit haben, ne? Ist das Wasser weg, ne? Du musst wieder neu machen. Ich kann nicht hoch. Ah. Jetzt hauen sie noch einen unten drunter noch ein. Das ist eine Konstruktion. Ich bin begeistert. Technik, die begeistert. Oben drauf, nochmal stopfen hier. Da lacht der Vogel. So, jetzt mal vorab. Was denkt ihr, was jetzt da passiert? Was wird jetzt passieren? Was werden die Fische fressen?
Stroh doch wohl nicht, oder? Nee. Überleg mal, bevor ich hier die Auflösung mache hier. Fertig? Genau, das ist ja zu wenig. Ne? Mach doch mal einen hier. An Bambus soll es doch wohl nicht scheitern bei uns hier. Wenn man da hinguckt. Auflösung kommt gleich, wartet, kommt gleich, warte, warte. Jetzt kannst du mal sehen, wie groß die sind, ehrlich doch. Kann nicht hoch. Nein, lass doch unten. Ich nicht essen, aber wenn Papa essen, wo kann die diesen Finger denn? Also die sollt ihr doch nicht essen, die sind zum Anschauen. Oh, die essen ehrlich, nur essen denken. Kochst du dir, wenn hat gar nicht essen, kann nicht holen zu essen. Ja, mein Schatzi. Wenn wir sonst nichts anderes mehr zum Essen haben, dann essen wir Seerosen. Das machen wir, mein Schatz. Soweit ich komme. Schnuss mal. Ja. Ratter. Was passiert jetzt? Nein, Papa! Es ist eigentlich nichts anderes wie ein schwimmender Misthaufen. Wir haben jetzt hier einen Misthaufen gebaut, der wohl schwimmt. Was könnte da passieren jetzt? Die Jungen wissen das nicht mehr, nein. Aber die sind ja hier nicht auf unserem Kanal. Wir wissen, was jetzt passiert. Er haut noch mehr rein. Ich mal schön wässern. Fertig? Nächste. Geil. Also Jungs und Mädchens, was wird jetzt passieren? In dem Misthaufen ist jetzt Dung von Kuh. Da gibt es so ein paar Käfer, die lieben ja das. Die lieben ja die ganze Kuhkacke da. Und die gehen ja da rein. Jetzt kommen die Fliegen, legen dort Eier ab. Die Eier entwickeln sich zu Larven und zu Würmer. Keine Ahnung, was da noch alles da angeflogen kommt. Alles das an Käfer, an Insekten und Getier wird dort auch hier die Eier ablegen. Und die Larven und Würmer, die fressen sich dann da so langsam hier durch den Haufen durch. Kommen dann nach unten in das Wasser hin. Die Fische warten schon. Und man hat umsonst Fischfutter. Ist das geil? Ist das die Idee? Wir hatten wirklich, also sonst hatten wir im Monat so 1000 Watt an Fischfutter. 1500. Und das ist zu viel. Das ist zu viel, was wir da an Fischfutter reinhauen. Das kriegst du ja gar nicht raus. Ne? Das ist ja viel zu viel. Jetzt Geld weg. So viel Fisch kannst du gar nicht
verkaufen, das Geld kriegst du nicht wieder raus. Geht nicht. Also, Minusgeschäft. Haushaltsbuch. Also, und dann hat Porn hier mal nachgeforscht, ne? Wie machen es denn jetzt die anderen da? Und da hat sie dann gesehen, so machen die das. Ganz einfache Thai-Geschichte aus Scheiße Geld machen. Toll, ne? Also, oder mit Scheiße Geld machen. Das funktioniert auch. Eine ganz einfache Sache. Und wer auf dem Land gewohnt hat, der weiß, Misthaufen, was da für Getier drin ist. Was da für Würmer, Maden und Geschlunz alles da drin ist. Ne? Also ist eine wahre Freude, was so ein Kuhdunk da an Insekten anlockt. Da, ne? Also, das Ganze natürlich ist hier natürlich nochmal wieder durch die Feuchtigkeit, ja, was in dem Stroh dann drin ist, nochmal wieder besser. Ne? Also richtig schön alles nass dann da. Also ne? Da kommt richtig Leben rein dann. Ne? Und die Fische mögen das. Und denkt immer dran, der Köder muss dem Fisch schmecken. Nicht mir, ist klar. Also wie der Fischnahrung schmeckt, weiß ich auch nicht. Ne? Aber ich sagte ja schon, wie Panin hier in Thailand gefüttert wird. Die machen es ja nochmal wieder anders. Unten ist der gut Fischteich und oben drüber ist eine Hühnerzucht. Mehr eklig. Das ist noch mehr eklig. Das ist noch mehr eklig. Ja. Wirklich wahr. Also, oben drauf Hühnerzucht, ja. Unten drunter Fischteich. Und die Hühnerkacke, das ist das, was die Panin zu fressen kriegen. Das stimmt. Echt wahr? Also, das ist nochmal wieder ekliger. Dann lass mal lieber so, das ist ja dann alles noch Bio, Alter, als Plane. Lass mal lieber so. Ey, stopp hier. Stopp hier. Du bist doch gerade geduscht. Rein noch nie. Ach so, Gott sei Dank. Also, ich würde sagen, wir lassen es mal jetzt hier mal stehen hier. Wie lange das Teil jetzt hält? Vorhin sagt so 3-4 Monate, wir werden sehen, ob das auch so lange dann da hält oder was. Hinten haben sie noch einen jetzt gemacht, mit Teich 2. Und das lassen wir jetzt mal stehen und dann werden wir das mal beobachten, was dann aus die Fische wird. Ich finde es ein sehr interessantes Projekt. Also, das war's für heute. Immer dann denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Der Uwe und die Porn und der Poi. Der Uwe, die Porn und der Poi. Aus Thailand. Und tschüssle. ขอบคุณไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอุ้มพรค่ะขอบคุณค่ะชูสเล่ฮะประเดี๋ยวเลยแซ่บูดแล้วไปได้รู้ว่าเกินเสียจีอุ้มชูสเล่ und tschüssle ciao ขอบคุณค่ะ jetzt geht mal lieber selber duschen hier anstatt den Hund hier abzuduschen ihr seid Helden hier der Hund ist voller Kacke ey nein ich gehe jetzt mal ค่ะฟังว่าBitte. Ja, Hobby. Alle Hunde werden jetzt gebadet hier. Ach, ist das schön. Ist das ein Service hier? Ist das ein Service? Das nenne ich mal ein Hundeleben hier, du. Mit Massage. Guck hier. Oh, mit Massage hier. Oh. Herrlich. Eine Frage, wann gehen Sie duschen, junge Frau? Bitte. Ich komme mithelfen. Ich mache bei dir duschen. Geschenk.